wen es interessiert. So sieht L-Theanin aus. Und ja, so sehen dann diese einzelnen Kapseln aus. Wie gesagt, in der Studie von Philipp Lopez hat er gesagt 400 Milligramm pro Tag. Allerdings, ja, muss das jeder für sich selber nochmal recherchieren am besten und mit einem Arzt besprechen, was er eben vorschlägt.